Ja, okay. Da war ich beim letzten Mal ein wenig blind. Da hatte ich irgendwie Gurken auf den Augen oder Tomaten auf den Augen. Ja, welches Gemüse ihr lieber mögt. Nimmst du mit. Das können wir ja brauchen. Jo. Haben wir jetzt auch gar nichts mehr vergessen? Nein, scheint nicht so. So. Dann können wir doch jetzt auf der Feuertreppe uns hier hinaus schleichen. Vom Vermieter weg. Einmal die Katze hier entfernen. Inventar und Entenbügel. Oh. Wow, sieh dir das an. Ist sogar immer noch etwas Draht übrig. Ein Teleskop-Entenbügel. Ja, ich habe mich auch so wieder ein bisschen umgesehen und habe bemerkt, ja, hier kann man speichern. Das habe ich auch bemerkt, aber ja, habe bemerkt, da hängt noch was, was ich übersehen habe. Ja, Inventar. Teleskop-Ente. Nein, nicht Mrs. Großer, sondern den Haken wollen wir damit entfernen. Jo, den Haken. Mach mal. Jausens. Genau so. Aua. Armes Kätzchen. Perfekt. Ich bin die stinkende Katze losgeworden. Die Luft ist rein. Es geht bergauf. Du bist verflucht. Du bist Bis. verflucht. Was bitte bin ich? Verflucht. Verflucht? Das habe ich mir also nicht eingebildet. Du bist verflucht. Oh Mann. Hast du mir die ganze Nacht in den Ohren gelegen? Besten Dank für diese höllische Nacht. Es war die schlimmste meines Lebens. Bis auf das eine Mal, als ich 3 Jahre alte Mayonnaise gegessen hatte. Warte nur, bis ich unten bin. Du bist verflucht. Jetzt Verflucht. reicht's. Niemand verflucht Randall. Kann er auch noch was anderes sagen, außer. Tschüss, Mrs. Grozer. Grüßen Sie Mr. Grozer von mir. Außer du bist verflucht. Aha. Oha. Da bricht das Konstrukt in sich Du bist zusammen. verflucht. Scheiße. Wie wahrscheinlich war das? Das war knapp. Ich glaube, ich kotze gleich mein Herz raus. Puh, der Geschmack der Scheiße. Freiheit. Du bist verflucht. Langsam, langsam. Dich habe ich nicht vergessen. Kleinen Moment, ich check nur kurz, ob alles da ist, wo es hingehört. Und dann entscheide ich, ob ich mich mit dir anlege oder sehe, dass ich hier wegkomme. Nachdem ich dir einen Stein ins Gesicht geworfen habe oder sowas. Es scheint mir so, als wäre ich verflucht. Blumentopf. Kann man auch bestimmt Warum zum Geier gebrauchen. sollte ich einen kaputten Blumentopf mitnehmen? Naja, Er bleibt irgendwofür kann hier. man den bestimmt noch benötigen. Müll? Ich trag nicht gerne Mülleimer mit mir rum. Aber Müll. Ja, in dem Inventar ist schon ein wenig Müll drin. Kann man nicht leugnen. Kaputte Feuertreppe. Soll ich die jetzt reparieren oder was? Nö, nö. Mit dir reden sollst du. Damit soll ich reden? Ja, warum nicht? Die kann ich nicht mehr benutzen. Und selbst wenn, bin da oben fast draufgegangen. Penner. Hund, Penner und Müllcontainer. Ich glaube, da finde ich nichts Nützliches drin. Sicher? Da ist bestimmt einiges Nützliches Ein drin. stinkiger Müllcontainer. Da fasse ich bestimmt nichts an. Okay, Ich aber. glaube, da ist nichts Nützliches drin. Ja gut, Hundi. Den lasse ich lieber in Ruhe. Der ist zwar ganz schön klein, aber die Viecher sind gefährlicher als Grizzlies. Aha, wenn du meinst. Hierher, Beifuß, komm zu Herrchen. Der hört mir gar nicht zu. Aha, der hat aber ziemlich große Augen. Hey, ein kleiner Chihuahua. Sein Damit Name er steht dich am besser sehen kann, Halsband. oder Ich was? glaube, er ist Barclay. Der hat riesige Augen. Ja.
Ja. Gut, kann er mich besser sehen. Angst. Ja, ich habe Hundephobie. Ich glaube, der braucht keine Umarmung. Nicht? Vielleicht schon. Was für ein Vorzeigepenner. Stinkend, dreckig und trinkt aus einer Papiertüte. Weiß schon, dass ich dich hören kann, ja? Na, er kann also auch noch was anderes sagen, außer... Du bist also ein Penner, hm? Und du bist? Wie jetzt? Du weißt nicht mal, wer das Opfer deines Geschreis letzte Nacht ist? Falsche Adresse, die Katze ist da lang. Oh Mann, armer Alter. Sagt der Richtige. Alkohol hat dir das Gehirn zersetzt. Hör zu, dein Problem ist, du hattest ziemlich lang kein Mädchen mehr, wenn überhaupt jemals. Hab ich recht? Hör du mal zu, Penner. Ich hab da zwei Worte für dich. Halt deine Scheißfresse. Man sagt, dass wenig zu wissen gefährlich ist. Was ist, wenn ein Mensch zu viel Wissen besitzt? Naja, der endet nicht in der Gosse, so viel ist mal sicher. Wo hast du den Spruch überhaupt her? Aus einer Fernsehserie oder so? Nein. Du meinst ja? Nein. Echt nicht? Weil ich glaube, den habe ich letzte Woche bei Scary Door gehört. Nein, habe ich gesagt. Wir Penner sehen uns keine Sci-Fi-Serien an. Du hast dich gerade verraten, alter was? Junge. Nein, das glaube ich nicht. Okay, was auch immer. Pass auf dich auf, alter Junge, und mach keinen Ärger. Nicht, dass man dich wegsperrt. Wir sehen uns wieder. Kann's kaum erwarten. Das wäre doch... Du bist verflucht! Also, jetzt kannst du es wohl kaum leugnen. Du hast es gesagt, ich hab dich gehört. Was gesagt? Warum tust du mir das an? Ich hab dir doch gar nichts getan. Noch nicht. Aber du wirst. Ich kenn Leute wie dich. Ich hab selber Probleme, weißt du? Mein Boss und mein Vermieter sind Deppen und beide sind angepisst. Und wenn ich das nicht in den Griff bekomme, wohne ich bald auch hier unten bei dir. Wenn Wissen Macht ist und Macht korrumpiert... Wie soll die Menschheit nur überleben? Gott, schon wieder diese Lahmsprüche? Musst du nicht ordentlich fürs Copyright blechen oder sowas? Nein, ich nicht. Okay, klasse. Also zusammenfassend, du bist ein Penner und ich bin verflucht. Genau. Aha, hast du nicht gesagt, du weißt nichts darüber? Das war nur meine Meinung. Ich denke, du bist verflucht. Und ich kann dir helfen. Ja... Auf dieses Spiegels Copyright Strikes. Hoffentlich nicht auf meinem Kanal. Ja, gut. Reden wir hier von Exorzismus? Weil dann wäre ich tatsächlich interessiert. Nicht diese Art von Fluch. Egal, wie ich schon sagte, ich bin Geschäftsmann. Wenn du mehr wissen willst, ruf einfach in meinem Büro an. Hier ist meine Karte. Ein Geschäftsmann, Penner. Das ist eine rostige alte Rasierklinge. Und es steht keine Nummer drauf. Okay. Kann man bestimmt irgendwie benötigen. Eine rostige Rasierklinge. Das war ein Geschenk. Es wäre unhöflich, es einfach zurückzugeben. Doch, du sollst es auch nicht zurückgeben. Du sollst ihm mal hier seine Visage rasieren. Hätte er dringend notwendig, so wie er aussieht. Mein nützlichster Gegenstand, den gebe ich nicht her. Du sollst ihn auch nicht weggeben, du sollst ihn nützen. Vielleicht mit ein bisschen Draht? Nee, den will keiner. Tja. Die will doch keiner haben. Das sieht doch so aus, als könnte das... Das gebe ich nicht weg. Na, schade. Rest vom Thunfisch-Sandwich? Das behalte ich lieber. Aber die Reste vom Thunfisch-Sandwich, die können wir doch... Ich kann doch der hier gebrauchen, oder? Das behalte ich lieber. Ah, schade. Na dann, auf zur Straße. Oh. Reges Treiben hier in der 4. Straße. Oder wofür auch immer die 4 ist. Joha, Teleskop-Entenbügel, ja,
gibt es hier wenig zu machen. Fremder, Treppenhaus, Mülleimer. Mülleimer. Nichts von Interesse. Sicher? Da finde ich nichts Brauchbares drin. Ganz sicher. Ich durchwühle keinen Müll. Nicht mehr. Schade. Heute suche ich keinen Streit. Nicht? Das ist sehr bedauerlich. Nur ein Typ, der Zeitung liest. Kein Voll bei der Sache zu sein. Vielleicht können wir ihn dabei stören. Ich versuche ja immer, dem Gespräch mit Fremden aus dem Weg zu gehen. Dann tu das halt. Videothek. Zurück ins Treppenhaus. Der alte Marconi und seine wütende Ader warten immer noch auf mich. Ich kann ihren Atem hören. Ich warte lieber noch eine Weile, bevor ich mich wieder nach Hause wage. Das wäre eine kluge Idee. Dann gehst du vielleicht zwischendurch mal in die Videothek. Beschlossen. Ach, schade. Das Loch ist schon eine ganze Weile zu. Schade eigentlich. Der einzige Laden, wo man die ungekürzte Fassung von Mary Poppins gekriegt hat. Echt hardcore. Mit Gegenständen niemand reden ist nicht so meins. Niemand zu Hause. Ach ja, Store closed. Die ungekürzte Fassung von Mary Poppins. Tja, schade, die hätte ich gern mal gesehen. Damit ich mir die Tollwut hole? Nee, lass mal. Nicht. Sprechen. Mit Tieren rede ich erst nach 6 Bieren. Nicht mehr und nicht weniger. Da hat er auch recht. Scheiß Flugratten. Mit Tieren rede ich... Ja, hat man. Der Vertreter. Ich meine, reinhauen hilft jetzt auch nicht. Hat er auch wieder recht, aber obwohl... Sieh an, noch so eine verlorene Seele. So ein paar Vertreter und... Reinhauen. Was ist los, Kumpel? Du siehst ziemlich fertig aus. Alles furchtbar. Sklaven werden besser bezahlt als ich. Eigentlich habe ich heute frei und ich muss mich mit jedem schwachsinnigen Vollidioten auf dem Planeten rumschlagen. Außerdem werde ich gefeuert, wenn ich bis zum Wochenende keinen dicken Fisch an Land ziehe. Hey, willst du vielleicht ein Set Wondermatic-Produkte kaufen? Unsere Technologie ist auf dem neuesten Stand. Nein, also, ja, sorry, aber ich habe kein Interesse. Pass auf, ich bin spät dran und dem Gejammer von Wildfremden zuzuhören ist gerade nicht drin. Und was das tatsächliche Helfen angeht, Verstehe. Na ja, gut, dann einen schönen Tag noch. Oh, sieh sich einer den Hundeblick an. Jetzt tut er mir schon irgendwie leid. Ja, gut, dann in die U-Bahn. Aha. Schild. Threepwood Street Station. Ich glaub nicht. Im Ernst? Das Schild nehme ich nicht mit. Schade. Nichts von Interesse. Das sieht aber sehr interessant aus. Nur eine Mülltonne. Da finde ich sicher nichts Interessantes drin. Sind ein bisschen Fahrkarten kaufen. Defekt. Tja, schade. Nein. Nicht, immer noch nicht. Shit, er ist defekt. Noch mit keinen Geräten und Leuten reden. Ich kann doch nicht einfach mit allem reden. Mit Gegenständen und Sachen. Ich kann doch nicht einfach mit... Doch, kannst du. Zutritt verboten? Mann, jetzt will ich erst recht wissen, was da drin abgeht. Nicht so spektakuläres, denke ich. Das nehme ich nicht mit. Konsole. Das sollte ich lieber lassen. Das Ding hat mich bereits die gesamte Kindheit und die Hälfte meines Erwachsenendaseins gekostet. Auch richtig. Die Mutter aller tragbaren Spielkonsolen. Jo. The Game Boy, wenn ich richtig gesehen habe. Nein. Ein Telefon. Das ist am Tisch festgemacht. Tja, Eigentlich nur ein Telefon, aber vielleicht kann ich es irgendwie zweckentfremden. Tja, Ich muss gerade nicht tele... Musst du vielleicht doch... Dann hier... Ich muss gerade niemanden anrufen.
Vielleicht kannst du aber in dieser Zeit mal... Das sollte ich lieber lassen. Oh. Das Ding hat mich bereits die Hälfte... Schade. Ich dachte, das denkt sie ab und in der Zeit könnte ich einmal hier... Das sollte ich lieber die Hälfte... Tja, schade. Fremde. Hallöchen. Ich vermeide den Kontakt mit Fremden, soweit es geht. Ach, schade. Die kenne ich nicht. Ich vermeide den Kontakt... Wie bitte? Ich glaube, es hackt. Ja, kann man ja mal versuchen. Ich habe immer noch kein Ticket. Dann hol dir eins. Ich habe immer noch kein Ticket. Dann hol dir eins. Ich glaube nicht, dass ich mit einem Gegenstand reden sollte. Nicht? Jo, Hey, was glaubst du, was du da machst, Junge? Naja, nichts. Da komme ich nur mit Fahrkarte durch. Sicher? Nö, danke. Ich würde es mal versuchen. Hey, was glaubst du, was du da machst, Junge? Naja, nichts. Scheint wohl nicht zu klappen. Betty. Hallo, Betty. Da ist eine Art Barriere zwischen uns. Ich glaube, das ist eine Scheibe. Ich schau gern Leuten bei der Arbeit zu. Dann vielleicht... Erstmal sehen, ob ich genug Geld habe. Bestimmt nicht. Erstmal sehen, ob ich genug Geld habe. Geld. Mads Brieftasche. Alles klar. Danke, Matt. Jetzt habe ich etwas Kohle. Und dein Ehering. Der Ring. Dieser Ring. Irgendwas ist komisch an dem. Nicht gerade viel. Ja, reicht nicht, um die Miete zu bezahlen. Da wäre er sicher. Ich verschluck ihn trotzdem nicht. Tja, schade. Das macht keinen Sinn. Aber damit rede ich doch nicht. Verschlucken. Hier. Das behalte ich lieber. Schade. Vielleicht. Nee, den will keiner. Hätte ja sein können. Vielleicht kannst du sie mit einem Thunfisch-Sandwich-Rest bezahlen. Das behalte ich lieber. Nicht? Ja gut. Den Ring. Nee, nee. Der Ring bleibt bei mir. Musst die Last alleine tragen. Ja. Mein nützlichster Gegenstand, den gebe ich nicht her. Schade. Dann muss wohl... Ein Ticket, bitte. Aha, 6 senkrecht. Entschuldigung, aber ich hab's irgendwie eilig. Ich komme zu spät zur Arbeit, wissen Sie? Waagerecht, 3 Buchstaben, Bauernhoftier. Der ist ja gemein. Scheiße, Entschuldigung, könnte ich bitte ein Ticket bekommen? Einen Augenblick bitte, ich bin sofort bei Ihnen, Sir. Bleiben Sie dran. Sagte sie gerade, ich soll dranbleiben? Ach du Schande. Ein U-Bahn-Ticket bitte, ein Ticket! Ich kümmere mich sofort um Sie, Sir. Bitte bleiben Sie dran. Ihr Anruf ist uns sehr wichtig. Anruf? Spitz. Es ist also einer dieser Tage, ja. Gott, ich sollte heute nicht mehr bei der Arbeit sein. Nein. Eigentlich schon, aber ich will nicht. Alles, was ich will, ist ein verfluchtes Ticket. Der Sound ist ein bisschen laut. Von diesem Videospiel. Eine Kombination aus elektronischen und organischen Komponenten, 6 Buchstaben. Was? Konsole. Mal sehen, 11 Buchstaben senkrecht. Fängt mit I an. Inadäquat oder ungeeignet für einen bestimmten Zweck. Danke für Ihren Anruf und wir bitten um Entschuldigung für etwaige Unannehmlichkeiten. Hey, Moment, legen Sie ja nicht auf. Wagen Sie es nicht aufzulegen. Sie hat aufgelegt. Die blöde Kuh hat einfach aufgelegt. Kuh.
5 waagerecht Bauernhof dir. Vielen Dank. So ein Mist. Der Sound, der nervt wirklich. Entschuldigung. Wissen Sie, ob das Glas hier kugelsicher ist? Nicht? Ich wollte nur wissen, ob man es vielleicht mit einem stumpfen Gegenstand zerschlagen könnte. Oh nein, nein, bitte, haben Sie keine Angst vor mir. Für was halten Sie mich? Alles, was ich tun werde, ist Ihren Kopf abreißen, um sicherzustellen, dass Sie kein Cyber aus der Zukunft sind, der mich fertig machen will. Cyborg, 6 Buchstaben senkrecht. Eine Kombination aus elektronischen und organischen Komponenten, danke. So wollen Sie gleich also haben wir Ihr Kreuzworträtsel gemacht. Okay, letzte Chance. Geben Sie mir ein Ticket und es gibt keine Konsequenz. Ist das Ihre endgültige Antwort? Schön. Sie sind damit auf meiner Liste. Gleich unter Lucas und Jar Jar. Und wenn Sie jemals eine Briefbombe bekommen, denken Sie an den Namen Randall Hicks. Moment. Nein? Denken Sie nicht an diesen Namen. Streiten Sie das. Wollte gerade sagen. Ich schätze Ihren Trick ganz und gar nicht, man. Ihr Anruf ist uns sehr wichtig. Was für ein Anruf? Es gibt keinen Anruf. Vielleicht bitte doch. Bitte bleiben Sie dran. Vielleicht gibt's nicht doch meinen Anruf. Töte mich hier und jetzt. Wissen Sie was? Ich verziehe mich. Ich hab da eine Idee. Es bricht mir das Herz. Den Hörer. Das sollte ich lieber lassen, dass die Hälfte meiner... Was denn? Wir müssen erst diese scheiß Konsole loswerden. Bevor wir hier... Vergiss es. Ach ja, hätte ja passen können. Das macht keinen Sinn. Irgendwie schon. Und jetzt... Oh, ein Kalender. Ich komm nicht ran. Mr. Kong als Bösewicht. Ja, ja. Die guten alten Zeiten. Oh, Katz. Tja, also... Wir brauchen hier ja nicht oh, Telefon, ein Anruf. U-Bahn-Notruf, gibt es einen Notfall? Eine fiese alte Schachtel hat die Kontrolle über den Schalter übernommen. Tun Sie doch was. Ich weiß nicht, wer du bist, aber verpiss dich. Tja, das war wohl nix. Den Hörer runterwerfen und... Oh Mist, jetzt ist besetzt. Ah.